Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raden hier. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Im Söldnerlager. Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werd erstmal ein paar drehen. Sumpfkraut. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Bedien mich? Das heißt, alles umsonst? Nee, leider nicht. Nee, aber wenn du schon sagst, hier Sumpfkrautstängel mir schenkst, ich hab so viel davon, die kannst du haben, die brauche ich doch gar nicht. Immerhin weiß ich dann, wenn ich sie brauche, wo ich sie kaufen kann. So, Bennett, ich habe dich letztes Mal befreit. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. So einiges gehört. Da fällt mir ein, ich hab was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Von mir erfährt keiner was. Ich weiß gar nicht, warum. Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Okay. Schmieden will ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich ja schon erklärt, weil ich die Lernpunkte eher brauche für Magie und Zeug. Was für ein Amulett ist das denn? Schutz vor Magie 10 oder 40 Lebenspunkte? Oder 10 Stärke? Tja, keine Ahnung. Aber ich werde bei dem hier bleiben, bei der Erzhaut. Wie viel Erfahrung brauche ich noch? 85. Nee, ich gehe da jetzt nicht rein. Die haben es bestimmt noch auf mich abgesehen, Bulko und so. Mit dem würde ich mich anlegen, wenn ich dann tatsächlich noch ein Level mehr habe. Denn der braucht dann aufs Maul von mir. Und auch wegen Pepe müsste ich den mal ansprechen, ne? Wegen den Schafen. Habe ich mich bisher nicht getraut, weil ich viel zu schwach war. Aber hier hinten, komm, ich brauche 85 Erfahrung. Da finde ich doch bestimmt noch ein paar wilde Viecher irgendwo. Guck mal da, Wölfe. Siehst du? Sag ich doch. Das wäre doch gelacht. Zwei Wölfe? Sehr schön, genau zwei Wölfe. Genau so viel brauche ich. So, sag ich doch. Stufe gestiegen. Das heißt, ich kann jetzt hier meine neue Waffe ausrüsten. Wobei, streng genommen kann ich sie noch nicht wirklich gut benutzen. Also derzeit kämpfe ich noch so. Ziemlich schlecht. Was sagt die Uhrzeit? 9:48, soll mir recht sein. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Ich teleportiere mich hier hin. Denn, soweit ich weiß, kann er mir auch zwei Händler beibringen. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Da, das da. Vielen Dank. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Und jetzt kämpfe ich. Weg mit der Waffe! Nein, nicht auf Kord, du Depp. Okay, schon anders und scheinbar ein bisschen besser. Dann will ich noch meinen Mana um 2 steigern. Das könnte ich im Kloster tun, das könnte ich auch in der Stadt tun. Ich überlege gerade, habe ich in der Stadt noch irgendwas zu erledigen? Was habe ich denn hier noch an Quests? Steintafeln, Banditen, das Experiment. Ich sehe gerade nicht, was ich da zu erledigen hätte, ehrlich gesagt. Ich gehe mal zum Kloster, da ist Milton direkt, da kann ich schnell mein Mana steigern. Das ist jetzt ein bisschen Mana-Verschwendung, aber... Ich will... Gib mir mal 2. Ist ja egal. So, folgendes. Ich würde gerne... Jetzt kann ich ja 2-mal zaubern, ne? Ich habe jetzt 50 Mana, ich habe eine bessere Waffe. Ich würde jetzt gerne zur Taverne... eine Runde schlafen bis mittags, damit ich mein Mana wieder voll habe. Und dann kann ich zur Brücke gehen und mich mit den Banditen anlegen. Und dann kann ich endlich mal wieder zu Akils Hof. Da wollte ich ja auch schon... Zumindest wollte ich da schon länger mal wieder hin. Um ehrlich zu sein, weil da ja dieser dämliche Suchende im Weg steht. Der mir den Weg versperrt. Und mit dem komme ich ja derzeit einfach nicht klar. Vielleicht komme ich mit den Suchenden jetzt endlich klar, wenn ich 2-mal zaubern kann. Und eine bessere Waffe habe. Aber ehrlich gesagt, ich war denen so hoffnungslos unterlegen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich
stark genug bin, um einen einfach mal so kaputt zu machen. Vielleicht, wenn ich aufpasse und mir Mühe gebe und ein paar Anläufe nehme, könnte ich mir vorstellen, dass es klappt. Aber ich bezweifle, dass ich so einen Suchenden auf Anhieb innerhalb kürzester Zeit einfach mal platt kriege. Nun, wenn ich schon mal hier bin. Zeig mir das. Klar. Ja. Hier, Bruder des Rings, ich weiß. Du kannst haben rostige Zweihänder, du kannst haben Schwert, Breitschwert, du kannst haben rostige Schwerter, du kannst haben die Äste. Du kannst haben von mir eine... Puh. Ja, alles andere kann ich erstmal behalten, ist okay. Wie läuft's denn so? Wie läuft deine Pinte? Hoffentlich verziehen sich diese schwarzen Magier bald wieder. Sonst kann ich die Taverne dicht machen. Es traut sich ja fast keiner mehr her. Ja, das ist richtig, aber keine Sorge, ich arbeite dran. Ich bin gerade dabei, besser und stärker zu werden. Und dann irgendwann, wenn ich stark genug bin, kann sich nur noch um Tage handeln. Geh bloß weg mit deiner Magie. Ja, weißt du, erst sagst du hier böse Magier, die hier rumziehen. Und dann mache ich mich bereit für einen Kampf. Und dann ist es auch nicht recht. Ach, diese Leute hier in diesem Spiel, die wissen einfach nicht, was sie wollen. So, aber hier müsste es zur Brücke gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da sind die Banditen. Gut, dann werde ich hier das Ganze nochmal speichern. Sicher ist sicher. Einfach auf denselben Slot. Ist ja nichts groß passiert in der Zwischenzeit. Greifen die mich an? Ja, die greifen mich an. Okay, folgendes. Ich mache Flächenschaden. Das heißt, ich hätte gerne möglichst alle, okay, zumindest die Nahkämpfer, auf einem Haufen. Und vor dem Fernkämpfer würde ich gerne in Deckung gehen. Zum Beispiel hier hinten. Wow! Das hat gut geklappt. Degen Gold. Nichts zu holen. Was hat der nächste? Einen Degen. Da ist nichts zu holen. Ein Degen der Banditen. Sehr schön. Noch ein Degen der Banditen. Ey, großartig. Ich habe endlich wieder Beweise gegen Fernando. Noch ein Degen der Banditen. Dunkles Paladiner. Leider nicht Korrigons Spezial hier. Schade. Nichts zu holen. Und der hat Käse, Dietrich, Gold und Sumpfkraut. Oh, meine Güte, hat das gut geklappt. Ich brauche nur 15 Leben. Ich habe 15 Leben verloren. Das ist ja quasi nix. Ich hätte einfach den Käse essen können, ich Depp. Na, was soll's. Und ich brauche 50 Mana. Aber hey, ich habe hier diese Tränke. Gib her. Das hat so gut geklappt, da speichere ich gleich nochmal ab. Gott, bin ich gerade stolz auf mich. Ich bin gerade so mächtig. Es geht endlich vorwärts. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt endlich weiterkommen in diesem dämlichen Spiel. Komm, einen noch, oder? Noch einen. Hä? Warum geht er daneben? Sehr gut. 100 Erfahrung. 40 Mana. Gleich wieder auffüllen. Sicher ist sicher. So. Und was habt ihr hier? Hier ist noch ein Degen der Banditen. Ein schwerer Ast. Meine Güte, was für schlechte Waffen habt ihr denn? Ach, und guck mal. Er hat eine alte Steintafel dabei. Ne, zwei waren's, ne? Noch ein Degen der Banditen. Pflanzen. Die nehme ich gerne mit. Was war das gerade? Eine Säge oder so? Hm, okay. Und dann haben wir hier noch eine Truhe. Die würde ich gerne auch nochmal aufmachen. Schauen wir mal, was da drin ist. Rechts? Nee. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, zweimal rechts. Rechts, links, links, dreimal rechts. Und dann links. Ah, okay. Ein bisschen Gold, ein paar Pfeile. Das soll mir recht sein. Ich muss mich noch heilen, sehe ich gerade. Und zwar brauche ich 9, 1, 3. Jetzt brauche ich noch 2 Lebenspunkte. Na, klasse. Trinke ich ein Bier. So. Bier ist gut. Macht zwar mich leider nicht stärker, aber so toll ist es irgendwie auch nicht, als dass ich mir aufheben müsste. So, ich bin immer noch der Meinung, ich will hier zu Akil, aber ich habe trotzdem Angst vor Suchenden. Da ist Akil. Okay, keine Suchenden. Sehr gut. So, was ist das hier? Warum liegt er hier? Randolf? Oh Gott, Randolf! Du warst doch der... Nichts zu holen. Dieses Trinkwettspiel gemacht nichts hat. Zu plündern. Warum bist du tot? Warum ist der tot? Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldreiber... war echt eine Plage.
Okay, Feldrobber jagen. Klingt gut, das kann ich. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Mhm. Das ist doch mal eine Aufgabe für einen Edelmagier wie mich, oder? Wo geht's hier zum Wald? Ja, da irgendwie Richtung Wald. Richtung Wald ist aber auch Richtung Steinkreis. Um ehrlich zu sein, das hier kann ich, glaube ich, auch noch später machen, oder? Oder wie sieht's aus? Ich brauche sehr viel Erfahrung, also erstmal noch ein bisschen hochleveln ist nicht. Ich guck erstmal, wie sehr ich da zurechtkomme bei den Dieben, bei den Schafdieben. Ob die Probleme machen oder so. Wo sind sie denn? Hey, Feldräuber! Ihr habt ein Feldräuberproblem, kein Problem, das kann ich lösen. Na, komm her. Siehst du mal, die neue Waffe hat sich gelohnt. Es ruckelt umso stärker, aber ich kann den Feldräuber töten. Na, irgendwie ist der zäher als der erste. Komm her. Und Zweihänder ist trotzdem noch langsamer und träger als Einhänder. Bin mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war. Egal, wird schon passen, oder? Wird schon passen. Wer hat sie da ein Schwert? Ah, ein Skelett. Aber Moment, ich kann doch mittlerweile das Skelett töten, oder? War da nicht was? Ich kann ja zweimal zaubern. Na, siehst du mal. Das ist gut. Nicht zu wollen. Ich bin echt deutlich stärker geworden mit diesem Level. Das hat sich gelohnt. Aber sowas von gelohnt. So, gut. Dann futter ich mal ganz viel Zeug. Ich brauche noch 100. Gib mir mal 250er. Und dann brauche ich noch 9 Lebensenergie. Das heißt, 2 Fische. So. Mit den Pilzen muss ich langsam vorsichtig sein. Ich glaube, ich bin mittlerweile runter, dass ich nur noch 10 oder so brauche für plus 5 Mana. Aber ihr wisst ja, ne? Habe ich ja schon lang und breit erklärt. Also auch Korgons Spezialbier hätte ich ja eigentlich erst ganz am Ende trinken sollen. So, wenn es so extra Mana gibt und so. Aber, naja, wegen plus 1 ist okay. Ich glaube, plus 1 kann ich vorziehen ohne großen Verlust. Und dafür bin ich halt jetzt ein Level früher richtig übel stark. Also nicht richtig übel stark, aber halt echt deutlich stärker als vorher. Könntest du bitte hier rüber drehen und angreifen? Dankeschön. Das war nämlich der Plan. Das war mein Plan. So, 35 Leben. 3 von denen gibt 36. Alles gut. Ist doch mir egal, wenn ich hier einzelne Punkte verschwende. Wird schon passen. So, und da oben sind auch noch Feldräuber, habe ich gesehen. Was ist da hinten? Vax. Ich glaube, an Vax traue ich mich noch nicht ran. Sag mal. Was ruckelt denn hier die ganze Zeit? Das spiele ich auf der SSD. Es hat keine CD, die irgendwie eingelegt ist, die nachlädt. Das muss die Aufnahme sein, die so ruckelt. Aber das ging doch letztens auch vor den Neuaufsätzen. Warum ruckelt die Aufnahme so? Hier kommt es aber nicht her zu mir, oder? Die Wags. Das klingt so böse, aber ich hoffe ja mal, dass sie mich in Ruhe lassen. Weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich könnte mich wegteleportieren. Aber irgendwie ist es auch nicht Sinn der Sache. Ich will ja hier noch die Banditen jagen. Ah, ein Skelett. Moment. Ich kann zweimal zaubern. Nimm das. Haha. Ein Goblin-Skelett. Das schaffe ich auch so. Ja, komm her.
siehst du. Das schaffe ich auch so. Und da hinten sind noch ein paar Wölfe. Ist hier sonst noch ein Gegner in der Nähe? Keiler, da hinten. Was ist denn... Ah, ein suchender Hilfe. Was ist denn dieses Weiße da? Sieht aus wie ein weißes Auge oder so irgendwie. Wo war das denn? Das da. Ach so, das war nur ein Grafikfehler. Da war gerade ein Suchender. Wo ist der hin? Keine Ahnung, er ist wieder weg. Alles gut, alles gut. Gut, dann fülle ich erstmal meinen Mana wieder auf. Und dann brauche ich mal wieder 75 Lebenspunkte. Wenn ich das hier nehme, brauche ich noch 60. Und 60 sind genau 5 davon. Oh, so. Ich gehe nochmal kurz auf Wolfsjagd. Komm schon, wird schon klappen, oder? Und letzten Endes tue ich das natürlich alles nur, damit ich, wenn ich die Banditen angreife, den Rücken frei habe. Ne? Ist ja klar. Oh, die tun mir so leid, die sind so hübsch. Ich finde Wölfe so schön. Ich will die gar nicht töten. Ich habe das Gefühl, ich sollte irgendwie entweder meinen Zweihänder-Skill oder meine Stärke erhöhen. Denn so richtig viel Schaden mache ich derzeit auch nicht. Also ich hätte zumindest gerne mehr kritische Treffer, so wie den hier zum Beispiel. Nichts zu holen. Denn wenn ich kritische Treffer mache, dann wird meine Stärke draufgezählt. Richtig. So, das dauert mir jetzt ehrlich gesagt zu lange. Kaum noch 100, das heißt zwei von denen. So. War ich genug auf Jagd? Was gibt's hier noch an Gegnern? Hier waren, glaube ich, die Keiler. Aber ich denke, die Banditen sind irgendwo da links oder Richtung Felsen. Scavenger. Ja, ein paar Scavenger mache ich noch platt. Ich habe aber gerade höllischen Respekt vor diesem Suchenden, der hier rumspaziert. Ach, da drüben sind die Banditen. Guck mal, schon gefunden. Das ging ja einfach. So, und ein paar Pilze. Sehr gut. Die nehme ich gerne mit. Das ist nachher ganz viel Mana. Wobei, das Butlerfleisch streng genommen ja nicht. Wo ist der Suchende? Der ist vorhin hier lang gelaufen. Kommt er wieder zurück? Sieht gar nicht so aus. Sehr schön. Doch, so könnte es weitergehen. So könnte es weitergehen. So, kein Suchender in der Nähe. Gefällt mir. Dann habe ich noch 10 Lebenspunkte zum Auffüllen. Das heißt, 2 Fische. Und da unten sind die Banditen. Ich hoffe mal, das sind die Schafsdiebe. Denn wenn nicht, werde ich mich hier unnötigerweise mit Banditen anlegen, die vielleicht auch noch ein bisschen zu stark für mich sind. Ich weiß es nicht, wie stark sie sind, aber bisher waren die meisten menschlichen Gegner für mich doch relativ stark. Ja, aber ich denke mal, es gibt eine längere Aktion, deswegen würde ich die Folge jetzt auch beenden. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich Banditen jagen werde. Auf Wiedersehen!